Hallo zusammen, ich bin's, Raphael. Heute machen wir eine Online-Studie und zwar, wie komme ich auf die Idee? Ich habe eine E-Mail bekommen und die war von der Uni Hamburg und die führen eine Online-Studie durch, die heißt Schach mit Köpfchen 2. Es ist anscheinend schon die zweite Umfrage. Die läuft noch dieses Jahr. Den Link zu der Studie packe ich euch unten in die Videobeschreibung, falls ihr es auch machen wollt. Sie soll ungefähr 45 Minuten dauern und es werden Fragen gestellt. Erstmal zu der Person. Dann bekommt man eine mentale Vorbereitungsübung, die muss man machen. Und danach muss man dann so 20 Minuten Schach spielen. Hinterher beantwortet man nochmal Fragen und die, wie man sich gefühlt hat, wie es war. Und die Studie versucht herauszufinden, wie helfen diese mentalen Übungen, um besser Schach zu spielen, um so in einen richtigen Rhythmus reinzukommen, selbstbewusster, besser Schach zu spielen. Und das ist natürlich genau mein Thema, das finde ich spannend. Also man vergisst das oft, wie wichtig die Psychologie im Schach ist. Und deshalb habe ich gedacht, wir machen das mal einfach zusammen. Zuerst hatte ich tatsächlich gedacht, dass diese E-Mail, das wäre Phishing gewesen, also dass mich da irgendeiner reinlegen wollte. Aber es wirkt alles sehr klein. Ah, okay, so ist besser. Also es wirkt alles sehr seriös. Die E-Mail-Adresse passt alles, der Link sieht auch seriös aus. Im Rahmen eines größeren Forschungsprojekts zur Psychologie von Schachspielern und Schachspielerinnen an der Universität Hamburg führen wir derzeit eine Studie über die Auswirkung von mentaler Vorbereitung beim Schach durch. Dafür suchen wir Schachspieler und Schachspielerinnen, die an unserer Studie teilnehmen möchten und über einen Elo-Wert verfügen. Das habe ich. Ich habe Elo und eine DWZ. Daher möchten wir Sie bitten, den Link zu unserer Online-Umfrage an die Mitglieder Ihres Schachvereins weiterzuleiten. Habe ich nicht einen Schachverein. Ich bin zwar in einem, aber ich habe ja euch. Also ich leite es an euch weiter. Ich zeige es euch. Die Online-Studie muss am Laptop und PC durchgeführt werden, Firefox und so weiter. Es handelt sich um eine rein wissenschaftliche, nicht kommerzielle Umfrage. Alle gesammelten Informationen unterliegen der Datenschutzrichtlinie. Na gut, alle Informationen liegen hier gleich offen, was ich eintrage. Als Belohnung verlosen wir unter den Teilnehmenden insgesamt 7 Online-Gutscheine für eine Diamant-Mitgliedschaft bei chess.com sowie 50 und 25 € Gutscheine bei Chessware und Euroschach. Na ja, gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir rufen den Link auf. Herzlich willkommen zu unserer Studie Schach mit Köpfchen 2. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an dieser Studie. Sie dient rein wissenschaftlichen Zwecken, das haben wir schon. Aus der Motivationspsychologie weiß man, wie wichtig die mentale Vorbereitung bei schwierigen Denkaufgaben wie dem Schachspielen sein kann. Wir wollen nun mit Ihrer Hilfe untersuchen, inwieweit bestimmte gedankliche Vorbereitungsweisen hilfreich beim Schach sind. Hierzu werden Sie gleich eine zufällig ausgewählte Form der gedanklichen Vorbereitung anwenden, bevor Sie Schach gegen einen Schachcomputer spielen und dann darüber berichten, wie Sie sich während des Schachspielens gefühlt haben. Es gibt natürlich auch eine Kontrollgruppe. Die Kontrollgruppe kriegt keine gedankliche Vorbereitung, sondern die Kontrollgruppe muss bloß einen langen Text lesen über Schach. Ist vielleicht auch eine Art Vorbereitung. Ablauf der Studie. Fragenteil 5 Minuten, gedankliche Übung ca. 15 Minuten, Schachteil ca. 20 Minuten. Einem weiteren Fragenteil 5 Minuten. Okay. Verstanden. Teilnahmevoraussetzung Deutsch auf muttersprachlichem Niveau ist okay. Zusätzlich Plattdeutsch und Schwäbisch können wir weitermachen. Gutschein haben wir schon gelesen, brauchen wir nicht. Freiwilligkeit, Anonymität, naja gut, zweifelhaft hier. Nicht so anonym.
Auswertung erfolgt anonym. Es läuft noch bis zum 31.12. Und dann werden auch die E-Mails-Adressen gelöscht. Falls man da dran teilnehmen will, brauchen wir jetzt nicht. So, weiter. Sollten Sie Fragen haben, Versuchsleitung, Datenschutz, Dekanat, Uni Hamburg. Wenn Sie unten Ja, ich stimme den Studienbedingungen zu anklicken, bestätigen Sie, gut, 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 kaufe ich irgendwas? Nein, dann stimme ich mal zu. Vielen Dank, dass Sie eingewilligt haben, an unserer Studie teilzunehmen. Bitte beantworten Sie zunächst die nachfolgenden Fragen zu unseren Teilnahmebedingungen. Sind Sie volljährig, also mindestens 18 Jahre alt? Ja. Bearbeiten Sie die Studie gerade an einem PC oder Laptop? Jawohl. Bearbeiten Sie die Studie gerade im Browser Mozilla Firefox? Ja. Sind Sie Deutsch-Muttersprachlerin bzw. haben Sie Deutsch vor Ihrem sechsten Lebensjahr gelernt? Ja. Haben Sie als Schachspieler bzw. Schachspielerin aktuellen Elo-Wert? Ja. Weiter. Bitte geben Sie an, in welchem Bereich Ihr aktueller Elo-Wert liegt. Also meine aktuelle Elo ist 1740. Durch das Open Indicator habe ich 37 Punkte gewonnen. Es geht nach oben, bis es wieder nach unten geht und dann wieder nach oben und wieder nach unten. So, wo sind wir? Hier sind wir. Aufgrund der Konzeption unserer Studie ist eine Teilnahme nur für Personen möglich, die einen Elo-Wert zwischen 1750 und 3250 aufweisen. Wir bitten Sie, das zu entschuldigen. Haben Sie dennoch recht herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Studie. Hallo? Hallo, Leute in Hamburg. Elo 3250 gibt es keinen. Soll hier Stockfisch mitspielen? Was soll das denn jetzt? Das ist doch keine Elo. 1750? Also, das Video ist kürzer als gedacht. Ich habe nur 1740. Mit 1740 bin ich Platz 19.123 in Deutschland. Von den aktiven Spielern Platz 6.576. Wenn ihr an der Uni Hamburg das auf so wenig Leute beschränkt und die werden ja auch nicht alle teilnehmen, also die haben vielleicht was Besseres zu tun und keinen YouTube-Kanal, die werden sich nicht 45 Minuten an so eine Studie setzen. Also ihr schränkt da doch das ziemlich stark ein. Ja, also vielleicht könnte man sagen, Lichess-Rating vielleicht oder Chess.com-Rating. Aber hier wird ja nach Elo gefragt. Also entweder ist hier so ein bisschen fehlendes Schachwissen oder etwas anderes. Naja gut, dann müssen wir mal kurz Pause machen und das nochmal neu starten. So, ich habe neu gestartet. Sie haben die Umfrage bereits abgeschlossen oder Ihre Sitzung ist abgelaufen. Also gut. Wir müssen anscheinend auch noch den Cache löschen. Also nochmal kurz Pause. Bis gleich. So, Cache gelöscht, neu gestartet. Grüße nach Hamburg. Wir legen wieder los. Also. Ja, ihr mich auch. Ja, haben wir gelesen. Ja. Ja, sowas von. Ja, und weiter. Also, meine aktuelle DWZ ist 1773. Damit bin ich in diesem Bereich. 1773. Elo und DWZ kann man ja gleichsetzen. Weiter. Um Ihre Daten zu besser Daten. Das muss man hier so ein Codewort.
Ihr eigener Geburtstag, nur der Tag, nicht Monat oder Jahr. Die haben alles groß geschrieben, sollen wir es auch groß schreiben? Das ist doch wohl nicht so wichtig, oder? Gut. Wie alt sind Sie? Sehr alt. 47. Männlich. Was ist der höchste Belang von Ihnen erzielt? Bildungsabschluss. Ich bin Diplom-Ingenieur. Seit wann spielen Sie Schach? Seit weniger als einem Jahr, seit mehr als einem Jahr. Nur gut, seit mehr als einem Jahr. So. Seit wie vielen Jahren spielen Sie Schach? Bitte runden Sie auf die nächste volle Zahl auf. Angefangen habe ich mit 6 Jahren, habe ich Schachspielen gelernt. Mein Vater hat mir Schachspielen beigebracht. Wir haben immer so 5 Partien gespielt, wenn er von der Arbeit kam. Nach ein paar Monaten hatte ich meine erste Partie gewonnen. Nach einem Jahr hat er gar keine Partie mehr gewonnen gegen mich und hat mir einen Schachcomputer geschenkt. Also, wie lange ist das jetzt her? Ungefähr 41 Jahre. Sind Sie aktuell aktiv Mitglied in einem Schachverein? Ja, ich bin Pressewart und Vorstandsmitglied beim Schachclub Stettin. Das liegt hier bei Stuttgart. Seit wann sind Sie aktives Mitglied? Ich war nie in einem Schachverein, weil ich bin kein Vereinsmeier. Ich habe da nicht so Lust zu. Jetzt hänge ich voll drin. Naja, habe ich mir freiwillig selber ausgesucht. Warum? Weil ich einfach gerne Schach turniermäßig spielen wollte. Ich wollte es wirklich wettkampfmäßig spielen. Ich wollte schauen, wie gut kann ich werden. Und deshalb bin ich 2016 in einen Schachverein eingetreten. Warum bin ich bei dem Schachclub Stetten eingetreten? Das lag so auf meinem Fahrradweg von der Uni zurück und von der Arbeit später. So. Seit wie vielen Jahren sind Sie im Schachverein? Sollen wir aufrunden, abrunden? Aufrunden. Also, 7 Jahre. Meine erste DWZ war damals 2017. Und also 2017 war nicht meine erste DWZ, nein, das war das Jahr, in dem ich meine erste DWZ erhalten habe. Und das war 1453. Inzwischen bin ich bei 1773. Geht also in die richtige Richtung. Welche Schachform spielen Sie normalerweise? Sie können hier auch mehrere auswählen. Normalerweise spiele ich Standardschach, Bedenkzeit von mehr als 60 Minuten. Ja. Schnellschach, Blitzschach, Bulletschach. Spielt natürlich viel mehr Bullet-Partien, weil sie kürzer sind. Also als Schachspieler im Verein spiele ich hauptsächlich. Welche Schachform spielen Sie normalerweise? Online-Blitz. Wenn Verein gemeint ist, dann spiele ich hauptsächlich Langpartien, Turnierpartien. Aber beim Spielabend auch eher Blitz. Also, da mehrere möglich sind, nehmen wir die zwei. Wie gern spielen Sie Schach unter hohem Zeitdruck, wie zum Beispiel beim Blitz oder Bullet Schach? Wenn Sie noch nie unter hohem Zeitdruck gespielt haben, versetzen Sie sich bitte gedanklich in eine solche Situation. Also, unter hohem Zeitdruck. Ja, ist jetzt. Ich bin jetzt, also Blitz macht viel Spaß. Ich glaube, ich bin auch ganz guter Blitzspieler oder ganz vernünftiger. Sagen wir mal eher gern, weil es Spaß macht. Wie gern spielen Sie? Also eigentlich spielt man ja gar nicht gerne unter hohem Zeitdruck. Also Zeitdruck ist eigentlich nicht so gut. Also nehmen wir mal Mittel. Weiter. Oh. Wie häufig üben Sie normalerweise die folgenden schachbezogenen Tätigkeiten aus? Online-Schach gegen einen Schachcomputer spielen. Habe ich hier schon eine ganze Playlist mit Videos in der Richtung.
Online-Schach gegen einen Schachcomputer. Machen wir mal einmal die Woche. Online-Schach gegen eine andere Person spielen. Mehrfach in der Woche. Zum Beispiel in der Lichess-Liga spielen wir ja mit unserem Lichess-Team. Schach gegen eine andere Person spielen. Heißt das jetzt am Brett? Online-Schach. Ja, geht hier oben steht Online-Schach, also das ist jetzt gegen eine Person. Also einmal in der Woche ist Spielabend. Moment mal, ich spiele am Spielabend häufiger gegen verschiedene Leute, also mehrfach die Woche, oder? Schach gegen eine andere Person spielen? Mehrfach in der Woche, ja, mehrfach, genau. Online-Schach gegen eine andere Person spielen? Mehrfach in der Woche? Einmal in der Woche? Gehen wir mal weiter. An Schachturnieren teilnehmen. Liga und so zählt ja auch. Also sagen wir jetzt einfach mal einmal im Monat. Schachrätsel lösen. Mehrfach die Woche. Schachbücher lesen oder sich anderweitig zu Schach weiterbilden. Oh, ups. Ich bereite ständig Studien vor hier für Videos und so weiter. Das ist täglich. Online-Schach gegen einen Schachcomputer spielen. Ja, das muss so stimmen. Wie viele Stunden verbringen Sie in einer typischen Woche mit schachbezogenen Tätigkeiten? Bitte runden Sie auf die nächste volle Zahl auf. Zum Beispiel, wenn Sie 3,5 Stunden pro Woche mit schachbezogenen Tätigkeiten verbringen, schreiben Sie 4. Ups, ich habe einen Schach-YouTube-Kanal. Ich bereite täglich Studien vor, sichte Partien. Spiele selber, spiele im Verein selber, lerne selber Schach, versuche mich weiterzuentwickeln, trainiere Schach, beantworte YouTube-Kommentare, schreibe Artikel für den, ich bin Pressewart im Verein, schreibe dort Artikel, das sind auch schachbezogene Tätigkeiten, schreibe auf dem Patreon-Kanal von mir Artikel, Link unten in der Videobeschreibung. Realistisch betrachtet sind es tatsächlich ungefähr 2 Stunden schachbezogene Tätigkeiten im Schnitt. Manche Tage deutlich mehr. Also wenn wir zum Beispiel Liga haben, dann spiele ich erstmal an dem Tag bis nachmittags, dann komme ich zurück, dann erfasse ich die Partien, dann analysiere ich die Partien. Dann mache ich vielleicht noch ein Video drüber, schreibe einen Artikel drüber auf der Webseite. Also da kommt auch weit mehr als 2 zustande am Tag. Aber wir lassen das jetzt mal hier so. Weiter. Wie lautet der beste Elo-Wert, den Sie bislang erzielt haben? 3250. So. Nachdem Sie nun den ersten Fragenteil der Studie beendet haben, erklären wir Ihnen nun, wie das Schachspiel, das Sie im späteren Verlauf der Studie spielen werden, abläuft. Sie werden für 20 Minuten gegen einen Schachcomputer spielen. Dabei haben Sie 30 Sekunden Zeit pro Zug. Wenn ein Spiel beendet wird, wird direkt ein neues Spiel gestartet, bis die 20 Minuten vorüber sind. Sie werden immer die weißen Figuren führen. Die Schachoberfläche sieht wie folgt aus. Auf der linken Seite sehen Sie die Zeit in Sekunden pro Zug ablaufen. Ihr Computergegner benötigt für seine Züge lediglich wenige Sekunden. Am Ende der 20 Minuten werden Sie automatisch wieder zum Fragebogen zurückgeleitet. Das ist eine sehr ungewöhnliche Bedenkzeit, 30 Sekunden pro Zug, also kein Inkrement oder sonst was. Wie kann man das nennen? Das ist jetzt im Grunde Bronstein, 30 Sekunden oder so. Weil die Zeit, die man sich spart, ist dann einfach weg. Es laufen dann wieder 30 Sekunden runter und dann muss man innerhalb dieser Zeit ziehen. Ein bisschen seltsam, macht aber Druck in der Öffnung nicht, aber später in einer komplizierten Stellung muss man dann bei 30 Sekunden aufpassen. Da bräuchte man eigentlich mehr als das. Weiter.
Ihr Ziel ist es, gleich so gut wie möglich gegen den Schachcomputer zu spielen und möglichst zu gewinnen. Der Schachcomputer wird so eingestellt, dass dies herausfordernd für Sie sein wird, aber machbar. Ihre Züge werden aufgezeichnet und analysiert. Je besser Sie spielen, desto mehr Lose bekommen Sie in der Verlosung am Ende der Studie zugewiesen und dementsprechend steigt Ihre Gewinnchance. Also da soll jetzt so ein bisschen Druck gemacht werden, dass man Angst hat zu verlieren oder was Falsches zu ziehen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, gleich gegen den Schachcomputer zu gewinnen? Also, wenn der nicht allzu stark eingestellt wird, sagen wir einfach mal 5. Wie wichtig ist es Ihnen, gleich gegen den Schachcomputer zu gewinnen? Es ist mir tatsächlich recht wichtig, nicht, dass ich mich hier blamiere, ihr guckt ja zu. Also, Richtung sehr wichtig. Bevor Sie mit dem Schachteil beginnen sollten, sollen Sie sich gedanklich auf das Spiel vorbereiten. In der Schachforschung werden unterschiedliche Vorbereitungsweisen empfohlen. Wir werden nun zufällig eine von diesen zuteilen. Wie auch immer. Die Vorbereitung soll Ihnen helfen, gleich gegen den Schachcomputer zu gewinnen. Anders als beim Schach selbst geht es hierbei um Ihre freien Gedanken und Vorstellungen und nicht um rein analytisches Denken. Es ist wichtig, dass Sie während Ihrer Vorbereitung ungestört sind. Atmen Sie tief ein und machen Sie es sich bequem. Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie sich ruhig und entspannt fühlen. Hier kann ich nicht draufklicken, habe ich gerade versucht. Also, ich fühle mich somewhat entspannt und wir schauen mal, welche Übung ich bekomme. Die Vorbereitungsweise, der Sie zugeteilt wurden, beinhaltet das Lesen eines kurzen Informationstextes zu Schach und eine Gedankenübung. Bitte lesen Sie zunächst den unten stehenden Text vollständig durch und konzentrieren Sie sich dabei ganz auf das Gelesene. Von der Entwicklung erster Schachcomputer im 18. Jahrhundert bis zum heutigen Einsatz von künstlicher Intelligenz haben Schachengines das Verständnis dieses komplexen Spiels bedeutend geprägt. Schon lange wurde an der Entwicklung autonomer Schachcomputer gearbeitet. Bis 1997 der Durchbruch kam und das Schachprogramm Deep Blue erstmals einen amtierenden Schachweltmeister besiegte. Basierend auf Schachalgorithmen sind klassische Schachengines wie Stockfish in der Lage, mit einer enormen Rechenstärke beeindruckende Schachpartien zu spielen. Die Funktion einer klassischen Schachengine besteht darin, den jeweils stärksten Zug aus allen an der jeweiligen Position möglichen Züge zu berechnen. Dabei weisen sie ein hohes Maß an Präzision auf. Auch wenn sie menschlichen Spielern hinsichtlich ihrer Rechenstärke, Schnelligkeit und Genauigkeit überlegen sind, sind sie bisher nicht immer in der Lage, das kreative und dynamische Spielverhalten von Menschen nachzuahmen. Nun gut, wenn man sich mal die aktuellen Engines anguckt, AlphaZero, jetzt Lila und so weiter, die kann man schon teilweise nicht mehr unterscheiden von dem, was ein Michael Thal oder so gespielt hat. Also das sind zum Teil Ideen, die sind unglaublich. Das wirkt schon sehr kreativ, auch wenn es jetzt nicht das ist, was wir normal unter Kreativität verstehen. Mithilfe einer auf tiefem Spielverständnis basierenden Intuition können besonders gute Schachspieler die immense Rechenstärke einer Engine in seltenen Fällen sogar kompensieren. Ein Computer berechnet zur Not hunderttausende Züge in der Sekunde, Millionen Züge in der Sekunde. Wenn das Cloud-Systeme ist, dann sind das hunderte von Millionen Zügen in der Sekunde, die berechnet werden. Der Mensch berechnet ein Zug pro Sekunde, aber durch seine Intuition sieht er eben den Zug, der Sinn macht. Der berechnet nicht noch alles, was gar keinen Sinn macht. Und das ist natürlich ein Vorteil und das gleicht einiges aus. Dennoch kann das Spiel gegen eine Schachengine mit ihrer enormen Berechnungskraft herausfordernd sein. Engines sind in der Lage, blitzschnelle Züge ohne lange Bedenkzeit auszuführen, während menschliche Spieler in begrenzter Zeit ihre Züge überdenken müssen.
was den Druck erhöhen und zu Zeitnot führen kann. Nichtsdestotrotz ist es hilfreich, Schachengines nicht als Gegner zu betrachten, sondern als Möglichkeit zur Verbesserung der eigenen Fähigkeiten. Die Zukunft des Schachs wird weiterhin maßgeblich von der Interaktion und gegenseitigen Lernen menschlicher Schachspieler und künstlicher Intelligenz geprägt werden. Das ist auch etwas, was Garry Kasparow immer gesagt hat. Dass es eben bei diesen Engines, dass man die als Hilfsmittel verstehen muss und nicht als Ersatz für den Menschen. Nun folgt die Gedankenübung. Stellen Sie sich zunächst vor, Sie würden gleich Ihr Ziel erreichen, gegen den Schachcomputer zu gewinnen. Was wäre das Schönste, das Allerbeste daran? Wie würde sich das dann fühlen? Notieren Sie das schönste Ergebnis in 3 bis 6 Wörtern. Nun folgt die Gedankenübung. Stellen Sie sich vor, Sie würden gleich Ihr Ziel erreichen, gegen den Schachcomputer zu gewinnen. Was wäre das Schönste, das Allerbeste daran? Würden sich das fühlen? Also, notieren Sie das schönste Ergebnis in 3 bis 6 Wörtern. 3 bis 6 Wörtern? Stellen Sie sich, was wäre das Schönste, das Allerbeste daran? Interessante Partien für meine YouTube-Zuschauer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisschen geschummelt, aber YouTube-Zuschauer ein Wort. Nun folgt die Gedankenübung. Stellen Sie sich zunächst vor, Sie würden gleich Ihr Ziel erreichen. Achso, zu viele Wörter? Achso, ich schreibe es einfach zusammen. YouTube-Zuschauer. Geben Sie eine gültige Textantwort ohne Zahlen oder Satzzeichen. Okay. Gut. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und stellen Sie sich das schönste Ergebnis interessanter Partien für meine YouTube-Zuschauer vor. Lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf und malen Sie sich in Ihren Gedanken das Schönste so lebhaft wie möglich aus. Wie schreiben Sie Ihre Vorstellung? Bitte schreiben Sie Ihre Vorstellung und Gedanken auf, nehmen Sie sich die Zeit und den Platz, den Sie brauchen. Malen Sie sich in Ihren Gedanken das Schönste so lebhaft wie möglich aus. Die dann, dass Sie meine Zuschauer begeistern. Die Zuschauer werden dann viele Kommentare schreiben. Das Video erreicht viele Klicks. Ist in interessant für neue Zuschauer. Schauer. Und motiviert viele zum selber spielen.
und das schönste Ergebnis? Die Partien vermitteln zusätzlich, wie toll, spannend und faszinierend Schach sein kann. Die Zuschauer werden dann viele Kommentare schreiben. Das Video erreicht viele Klicks, ist interessant für neue Zuschauer und motiviert viele zum selber Spielen. Nun, da Sie sich schon das schönste Ergebnis ausgemalt haben, gibt es vielleicht noch ein weiteres schönes Ergebnis. Versuchen Sie bitte noch tiefer in Ihre Gedanken einzutauchen, um ein weiteres schönes Ergebnis zu finden. Was wäre noch gut daran, gleich gegen den Schachcomputer zu gewinnen? Notieren Sie ein weiteres schönes Ergebnis in 3 bis 6 Wörtern. Ich spiele so oft gegen Computer, ich spiele auch so oft gegen Menschen online. Was ist denn daran schön? Es macht Spaß. Man freut sich auch über den Erfolg. Gibt es vielleicht noch ein weiteres schönes Ergebnis? Interessantes Video. Bitte noch tiefer in Ihre Gedanken einzahlen, um ein weiteres schönes Ergebnis zu finden. Was könnte denn noch das Ergebnis sein? Ein schönes Ergebnis könnte natürlich sein, zu sehen, dass es etwas bringt. Sind das 6 Wörter? Was wäre noch gut daran, gleich gegen den Schachcomputer zu gewinnen? Okay. Spaß an Freude am Spiel zu haben, interessante Partien zu haben. Bringt Vorbereitung etwas? Bringt mentale Vorbereitung etwas? Ob mentale Vorbereitung etwas bringt? 1, 2, 3, 4, 5. Und kein Satzzeichen. Das wäre doch ein schönes Ergebnis, herauszufinden, ob mentale Vorbereitung etwas bringt. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und stellen Sie sich auch dieses schöne Ergebnis vor, nämlich ob mentale Vorbereitung etwas bringt. Lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf und malen Sie sich in Gedanken das Ergebnis so leicht wie möglich aus. Bitte schalten Vorstellungen und Gedanken auf. Nehmen Sie sich noch einmal die Zeit und den Platz, den Sie brauchen. Psychologie ist im Schach viel wichtiger, als man denkt. Oft lenkt man sich selber ab. Und abschweift mit den Gedanken. Oft lenkt man sich selber ab, schweift mit den Gedanken. Oft lenkt man sich selber ab. Ach ja, das muss ja nicht gut klingen. Und denkt über mögliche Konsequenzen des Spiels nach. Hierbei vergisst man sich auf die aktuelle Stellung zu konzentrieren.
Diese Studie kann zeigen, ob man durch mentale Vorbereitung besser in die Spiele gehen kann und erfolgreicher YouTube machen kann, Schach spielen kann. Entschuldigung. 45 Minuten. Naja, gut. Psychologie ist immer viel wichtiger, als man denkt. Oft lenkt man sich selber ab, schweift mit den Gedanken ab. Etwas falsch zu machen, hat vielleicht sogar Angst, etwas falsch zu machen und denkt über mögliche Konsequenzen des Spiels nach. Hierbei vergisst man sich auf die aktuelle Stellung zu konzentrieren. Die Studie kann zeigen, ob man durch mentale Vorbereitung besser in die Spiele gehen kann und erfolgreicher Schach spielen kann. Das würde mir als Erkenntnis sehr weiterhelfen. Das würde mir als Erkenntnis sehr weiterhelfen, um meine DWZ und Elo weiter zu steigern. Das muss mal reichen. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Ihnen zugeteilte gedankliche Vorbereitungsweise nun erfolgreich absolviert. Damit sind Sie bereit, gegen den Schachcomputer zu spielen. Bitte klicken Sie hier, um das Spiel zu starten. Naja, dann wollen wir mal 20 Minuten seltsam mit Blitzzeitmodus. Mit einem Klick auf den Startbutton stimmen Sie zu, dass Ihre Spieldaten anonym zu Studienzwecken verwendet werden dürfen. Man kann übrigens auch meine zehntausende Partien online auch verwenden, die kann man alle herunterladen auf Leashes. Start. Oh, das ist aber ein merkwürdiges Brett. Wie kriegen wir das irgendwie besser? Bisschen rüber, bisschen rüber, bisschen rüber. Bisschen hoch, geht nicht hoch. Hilfe, Hilfe, die Zeit läuft. Ziemlich klein hier. Man spielt viel zu schnell, das muss ich ja gar nicht. Ich habe ja 30 Sekunden. Er bleibt mit dem König noch in der Mitte. Kann jetzt noch nicht wirklich abschätzen, wie gut er hier spielt oder wie stark er ist. Jetzt könnte ich das Läuferpaar gewinnen, das ist aber jetzt hier nicht unbedingt der gute Läufer. So. Also den Läufer brauche ich jetzt nicht unbedingt zu schlagen. Wir können mal hier eine Drohung aufstellen. Er geht weg. Weiß jetzt nicht, ob er es gesehen hat oder wie auch immer. Jetzt müssen wir hier den Bauern decken. Oder wir hüpfen rein. Nein, den schlägt er einfach. Und auf die offene Linie hier. Mal mit dem Läufer wieder weg, den wollen wir es nicht wegtauschen. Ihm fällt auch nicht so viel ein. Mal Zug. Dann gehen wir mal wieder dahin. Und jetzt nimmt er ihn doch. Jetzt können wir mit dem Bauern schlagen. Wo geht der Springer hin? Dorthin. Wir schlagen mal mit dem Läufer, greifen die Dame an. Und entwickeln weiter. Es gefällt mir die Dame hier nicht so gut, wo sie steht. Ich könnte hier einen Bauern gewinnen, wenn ich wollte.
Naja, gehen wir mal ein bisschen offensiv vor. Jetzt können wir weiter vorgehen und den gewinnen. Ich möchte jetzt aber auch nicht zu mutig hier werden. Dame gefällt mir hier jetzt auch nicht so gut. Gehen wir mal mit der Dame wieder hier raus. Turm rüber. Läufer befestigen. Bauern decken. So, Dame raus. Den schlagen, den schlagen, den schlagen. Ja, gut. Nicht so toll. Jetzt haben wir hier so ein bisschen. Stehen wir hier in der Fesselung. Er schlägt den. Schlagen wir zurück. Okay. Schieben das mal hier zu. Ist unser Läufer natürlich ein bisschen aus dem Spiel. Naja, wir gehen vor. So, die Dame ist ungedeckt, das heißt, wir müssen so schlagen. Er geht weg. Blockieren mal den hier. Kann natürlich auch mit dem anderen vormarschieren, wenn er möchte. Naja, gut. Befestigen mal den Bauern. So, droht hier irgendwo was da mal rein? Nein. Also wir können den hier mal schlagen. Er ist mit Schach. Oha, jetzt ist aber hier schon ein bisschen murmelig. Also vielleicht schon mal so ein bisschen im Krisenmodus, er geht zum Glück zurück. Also mein König war da doch schon sehr offen. Zumindest so Freibauer haben wir. Den Bauern möchte ich nicht verlieren. Entschuldigung. Jetzt droht er hier munter mit Matt. Mal sehen, dass wir das irgendwie verhindert kriegen. Oha, das wird auch nicht besser. Es wird nie besser, es wird bloß anders. Puh. Also er droht wieder mit Matt. Das Matt können wir decken, dort können wir nicht decken. Weglaufen. Also gut. Wenn man keine Chance hat, hat man keine Chance. Also er macht das bisher sehr gut. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwie austricksen können. Sieht jetzt aktuell nicht so danach aus. Das fesselt an mit denen auch noch. Gehen wir wieder raus. Matt ist es nicht. Er schlägt nicht. Schachs aus dem Weg gehen. Ah, ist natürlich jetzt auch. Bringt auch nicht so viel. Schlagen, schlagen, Schach, den schlagen.
Hier kommt er schon durch. Boah, gnadenlos. Holt sich einfach eine neue Dame. Na gut, wir geben, wir versuchen alles. Spiel ist beendet. Achso, hat er matt gesetzt? Den hat man jetzt gar nicht gesehen. Also, erste Partie verloren. War jetzt auch nicht so überzeugend gespielt von mir. Also, was ist das? Dame C7. Also, ich habe jetzt kein großartiges Gefühl, ob er jetzt gut gespielt hat. Ich habe eher das Gefühl, dass ich einfach schlecht gespielt habe. Aber schauen wir mal. Wie die zweite Partie wird. Oh, Tempo auf die Dame. Dame muss weg. Schlagen. Er schlägt nicht zurück. Der Läufer auch gut reingekommen sonst. Na gut, der ist nicht ausreichend gedeckt. Sollen wir weiterschlagen? Schauen wir mal, dass wir die Rochade machen können. Jetzt haben wir mal einen mitgenommen. Jetzt können wir den vorspielen. So, jetzt haben wir hier zumindest mal ganz schön Initiative im Zentrum. Springer. Der Bauer ist hier ein bisschen angegriffen. Möchte gerne weitergehen. Ich möchte den Springer hier ganz auf die siebte Reihe bringen. Er schlägt sogar hier den Läufer, den schlagen wir einfach zurück. Das ist alles gedeckt. Der Läufer kommt da, ja, kommt nicht so gut ran. Er ist noch gedeckt. Den schlagen, den schlagen, den schlagen. Dann nehmen wir den mit. Nehmen wir den mit. Dann kann hier unten mit Schach schlagen. Jetzt sollte ich vielleicht lieber mit der Dame weggehen. Also gehen wir mal hier hin. Schlagen den. So. Retten wir den Springer oder? Den Turm. Hier hin. Bisschen Luft. Müssen wir weg.
müssen wir wieder weg. Dahin. Okay. Kleine gedankliche Aussetzer. Vielleicht war die mentale Vorbereitung doch nicht so gut. Ja, sollen wir hier wirklich aufmachen? Der Läufer kann natürlich auch reinkommen. Okay. Suboptimal. Immer noch nicht optimal. So. Das ist kein Schach. Okay. Na, jetzt macht er was anderes. Oha. Den Vor bringt nichts. Ja. Oh, ich bin im Schach. Okay, gut. Weg. Weg, weg, weg. Noch einen Patz suchen. Und das Ende. Achso, den letzten Zug zeigt er da unten erst. Die Dame raus, gleich mit dem Schach, okay. So, jetzt haben wir mal einen Bauern gewonnen. Sieht alles sehr gut aus. Da tauschen wir gerne ab. Bauern gewonnen.
Ist das noch matt? Wegnehmen. Schach. Sieht noch nach matt aus. Ja, aber ich doch auch mal eine gewonnen. Also. Noch ein bisschen aufs Tempo drücken. Also vielleicht wieder zu einer positiven Bilanz kommen. Mit der Dame. Okay. Wohin? So. Die Dame auf der Diagonalen hier mit dem Läufer ist natürlich jetzt auch nicht so angenehm. Ja, lieber zum Verteidigen hier den Springer zurückbringen. Ein bisschen runtergerückt wieder, oder? So, sieht man mehr. Können wir schon irgendwie raus? Tempo auf die 1, 2, 3. Ja, geht. Da wollen wir uns die Bauernstruktur nicht kaputt machen lassen. Schönen Vorposten für den Springer. So, er greift den Bauern immer noch an. Der ist auch angegriffen. Ja. Den natürlich nicht wieder matt gehen. Was war's matt? Bitte? Da ist gar kein Matt. Okay. Achso, dann waren vielleicht die 20 Minuten zu Ende. 20 Minuten sind vorbei. Damit ist der Schachteil der Studie beendet. Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen in Bezug auf Ihre Erfahrung gerade eben beim Schachspielen. Die Fragen beziehen sich auf die Gedanken und Gefühle, die Sie möglicherweise erlebt haben, während Sie gegen den Schachcomputer gespielt haben. Es gibt hier keine richtigen oder falschen Antworten. Denken Sie darüber nach, wie Sie sich eben beim Schach gefühlt haben, und beantworten Sie die Fragen mit Hilfe der Antwortskala. Von den Optionen rechts neben jeder Skala Aussage klicken Sie jeweils einen Punkt an, der Ihrem Empfinden am ehesten entspricht. Aus Gründen der Qualitätssicherung der Daten klicken Sie an dieser Stelle bitte Stimme überhaupt nicht zu an. Stimme überhaupt nicht zu. So, einen haben wir. Ich hatte das Gefühl, alles im Griff zu haben. Da stimme ich mal überhaupt nicht zu. Also, naja, gut, vielleicht bin ich auch ein bisschen abgelenkt hier in der Bedienung. Also, ich hatte nicht das Gefühl, alles im Griff zu haben. Ich hatte eine klare Vorstellung davon, wie gut ich meine Sache machte. Ich hatte eine klare Vorstellung, dass ich schlecht gespielt habe. Davon hatte ich eine klare Vorstellung, ja. Ich hatte eine klare Vorstellung davon, wie gut ich meine Sache machte. Ja, wie schlecht ich sie machte. Machen wir mittig. Ich war unbesorgt, was die Versuchsleitung, die meine Züge später auswerten wird, über mich hätte denken können. Na gut, das ist mir ja jetzt völlig egal. Ich war unbesorgt.
Ich fand die Erfahrung extrem befriedigend. Nein, ich fand das unangenehm. Ich habe die Dinge spontan und automatisch getan, ohne nachdenken zu müssen. Ohne nachzudenken müssen? Stimme ich nicht zu. Ich hatte eine klare Vorstellung davon, was ich tun wollte. Spielerisch? Nee, hatte ich nicht. Stimme überhaupt nicht zu. Ich war komplett fokussiert auf die gegenwärtige Aufgabe. Nein, war ich nicht. Ich fühlte mich kompetent genug, um die hohen Anforderungen. Nein, fand ich auch nicht. Die Zeit schien anders als sonst zu vergehen. Naja, gut, also Blitz kenne ich ja sehr gut, also dem stimme ich auch nicht zu. Wie würden Sie die folgenden Sätze in Bezug auf Ihr Spiel gegen den Schachcomputer beenden? Klicken Sie bitte auf den entsprechenden Punkt auf der Antwortskala. Für mich persönlich waren die Anforderungen beim Schachspielen, also der Computer hat nicht gut gespielt, immer die Dame raus. Zu hoch waren sie eigentlich nicht. Ich denke, meine Fähigkeiten waren für das Spielen gegen den Schachcomputer. Meine Fähigkeiten waren niedrig. Ich habe schlecht gespielt, aber meine Fähigkeiten. Ich würde sagen, also der Computer hat wirklich nicht gut gespielt. Ich habe einfach Murks gespielt. Verglichen mit anderen schachbezogenen Tätigkeiten, die ich sonst mache, war das Spielen gegen den Schachcomputer. Es war schwer, aber es war, glaube ich, nicht wegen dem Computer schwer. Ich fand die Situation eher schwer. Hier in dem kleinen Fenster. Seltsam. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Leistung beim Spielen gegen den Schachcomputer? Sehr unzufrieden. Sind Sie mit technischen Problemen aufgenommen? Nein. Sie sind nun am Ende der Studie angekommen. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Je nachdem, welcher Vorbereitungsweise Sie zufällig zugeteilt wurden, haben Sie entweder nur einen Informationstext zu Schach gelesen oder neben dem Lesen noch eine Gedankenübung gemacht, bei der Sie in Bezug auf das bevorstehende Schachspiel entweder gezielt positive Gedanken, negative Gedanken oder positive und negative entwickeln sollten. Also dann haben Sie bei den anderen Gedankenspielen wahrscheinlich eher gesagt, wovor hast du Angst oder so. Wir werden nun testen, welche Art der gedanklichen Vorbereitung am besten dafür geeignet ist, um beim Schach in einen sogenannten Flow-Zustand zu kommen. Falls Sie weitere Informationen zu der Studie wünschen, wenden Sie sich bitte per Mail an den Versuchsleiter. Gutscheinverlosung, na, das brauchen wir nicht. Wir müssen ein Fazit ziehen. Ich weiß nicht warum, aber ich fühlte mich jetzt beim Spielen eben sehr unangenehm. Also das passte irgendwie gar nicht hier richtig. Vielleicht bin ich auch einfach mehr die Lichess-Oberfläche im Großen gewöhnt und jetzt nicht hier so klein in der Ecke. Ich fand die Vorbereitung, jetzt sagen wir mal, sich positive Gedanken zu machen und sich auszumalen, wie toll das wäre, hier gegen den Computer zu spielen. Ich meine, das ist mir ja hier, sage ich mal, so ziemlich. Also, es ist jetzt hier einfach nur so online gedattelt, ist ja nicht so wichtig. Ich finde den Zeitmodus komisch. Also, so habe ich das auch noch nicht gespielt, dass so die Zeit hochzählt bis 30 und dann ist zu Ende. Ich fand, dass der Computer sehr komisch gespielt hat. Nicht so komisch wie ich. Vielleicht seid ihr ja auch 1750er und wollt es mal selber ausprobieren. Ich weiß nicht genau, welche Erkenntnisse die Kollegen mit der Studie ziehen werden. Mein Eindruck ist so, dass es mir jetzt nichts bringt, wenn ich mich jetzt irgendwie in eine positive Stimmung jetzt vorher versetze und sage, oh, das ist ganz toll. Wenn ich gewinne, dann habe ich das und dann habe ich das und dann finden mich alle toll und dann super und
die in der Studie und dann kriege ich mehr Gutscheine und das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Es ist sicherlich positiv, wenn man sagt, okay, es ist schön, wenn man in eine Partie reingeht und sagt, okay, ich fühle mich gut, oh, es ist aufregend, aber das halte ich nicht für eine mental gute Vorbereitung. Wenn man sich nur Gedanken macht, was passieren könnte, wenn ich die Partie verliere oder wenn ich sie gewinne. Oh, dann sagen die anderen, das hast du toll gemacht. Oh, unsere Mannschaft gewinnt denn. Das behindert einen alles im Schach. Man darf nicht nachdenken, was ist nach der Partie, was ist das Ergebnis. Man muss immer in der Stellung sein und sagen, was ist jetzt? Man muss das andere ausblenden. Es ist sogar so, wenn man beim Spielen merkt, Mensch, was ist jetzt gerade los? Wenn ich das jetzt verliere, oh, dann kommen die anderen und beim Spielabend und dann machen sie Witze und so. Das behindert dann alles, das muss man ausblenden. Immer wenn man merkt, dass man irgendwie an das Ende der Partie denkt oder was danach ist, dann muss man das selber merken und sagen, aufhören, Stellung. Idiot, guck in die Stellung. Denk nicht daran, was später ist, was sein könnte. Konzentriere dich nur auf die Stellung. Das heißt, diese mentale Vorbereitung, dass man sagt, okay, ich verschaffe mir gute Gefühle und motiviere mich dadurch, dass ich sage, was kann Positives eintreten? Das ist nichts, was einem im Schach wirklich hilft. Das sehe ich vielleicht eher in anderen Sportarten, aber nicht unbedingt im Schach. Wenn ihr auch teilnehmen wollt, die Studie läuft dieses Jahr noch. Ihr müsst eben 750 Elo oder was weiß ich haben. Die Angabe bis 3250 sagt ja vielleicht auch so, dass es jetzt gar nicht so wichtig ist. Vielleicht kommt es ja auch eher darauf an, Lichess-Rating oder Chess.com-Rating. Den Link zur Studie werde ich unten reinpacken und ich glaube, jetzt werde ich mal irgendwie ein paar Partien vernünftig auf Lichess machen, um einfach wieder den Kopf frei zu bekommen von diesem etwas seltsamen Erlebnis mit dieser Studie. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.